Christoph, heute ganz sportlich. Aber da stimmt doch was nicht. Ah, die Batterien sind leer. Tja, Christoph, da kannst du nichts dran machen. Die müssen raus. Und wohin damit? In Supermärkten und anderen Geschäften stehen so Kisten und da soll man die alten Batterien reintun. Aber was passiert dann? Wenn die voll sind, werden sie abgeholt und zusammen mit anderen Kisten eingesammelt. In der Fabrik werden sie dann erst alle zusammen ausgeschüttet. Und weil es nicht nur einen Typ von Batterien gibt, sondern alle mögliche, müssen sie erstmal sortiert werden. Zuerst werden Batterien per Hand aussortiert, die ganz ungewöhnlich und selten sind. Dann werden die dicken und die dünnen getrennt. Die dünnen fallen durch die Schlitze und für die dicken geht's oben weiter. Auf dem unteren Band sind die dünnen. Hier in diesem Karussell werden die dünnen in eine Reihe gelegt, bevor sie aufs Sortierband kommen. Da wird erstmal elektronisch geguckt, wie lang sie sind. Dann werden sie gewogen. Und dann wird noch überprüft, ob sie irgendwie besonders gekennzeichnet sind. Und dann können sie endlich sortiert werden. Die hier zum Beispiel. Die. Die Batterien fliegen dann in eine Kiste. Aber nur die Batterien eines Typs. Das hier sind Zink-Kohle-Batterien. So heißen die. Da sind auch die dicken wieder dabei, aber eben nur Zink-Kohle-Batterien. Zusammen kommen sie danach in dieses Gebäude. Das ist ein Ofen. Da schweben sie rein. Und dann werden sie eingeschmolzen. Zuerst kommt hier die sogenannte Schlacke raus. Das ist eigentlich der Rest oder Abfall. Die wird gleich von einem kalten Wasserstrahl abgekühlt. Und dann, wenn sie kalt ist, sieht sie so aus. Kann man zum Straßenbauen nehmen, aber meistens wandert sie auf die Müllkippe. Was übrig bleibt, ist das Zink. Es verdampft und wird hier wieder aufgefangen. Jetzt ist es flüssig. Dann wird das flüssige Zink in solche Formen reingefüllt. Oben muss dann noch eine dünne Schicht entfernt werden. Das ist nicht ganz ungefährlich, dieser Job, deshalb braucht man Spezialschutzkleidung. Und dann kann das Zink kalt werden. Bis es zu richtig festen Zinkbarren erstarrt ist. Und damit kann man jetzt wieder was anfangen. Zum Beispiel kann man Dachrinnen draus machen. Die rosten nie. Oder man überzieht Eisenteile mit einer Zinkschicht gegen Rost. Messing, eine Mischung aus Zink und Kupfer. Zinktabletten. Zink ist ein wichtiger Stoff, den der Körper braucht. Zinksalbe hilft bei wunden Stellen und Verletzungen. Auch in Sonnencreme ist Zink. Je mehr Zink, umso höher ist der Sonnenschutzfaktor. Und natürlich kann man mit dem Zink aus den Batterien wieder Hüllen aus Zink für neue Batterien machen. Und damit kann der Christoph dann wieder musikalisch laufen. Er könnte es natürlich auch mit wieder aufladbaren Batterien versuchen. Die müsste er dann nicht so schnell wegwerfen.